Gut, ihr lieben Makerlein, letzte Woche war es endlich soweit. Der Schweizer Online-Shop ist live gegangen. Ich blende euch mal hier die Adresse unten ein, wo ihr den Shop findet. Der ist für alle Schweizer jetzt geöffnet. Ihr könnt dort also eure Materialien bestellen. Gerade wenn ihr einen Wohnraum bauen wollt, findet ihr dort alles, was ihr braucht an Filament. Für alle, die den Livestream verpasst haben, den werdet ihr hier oben finden. Und dort habe ich erwähnt, dass ich vorher noch bei Victorinox in Ibach war. Und wer jetzt mit dem Firmennamen Victorinox nichts anfangen kann, kann vielleicht was mit dem Begriff Schweizer Offiziersmesser oder Schweizer Armeemesser was anfangen. Und Victorinox ist die Firma bzw. mittlerweile die Stiftung, die hinter den Schweizer Offiziersmessern steht. Mittlerweile haben die Firmeneigner entsprechend das Ganze in eine Stiftung überführt, um halt die wirtschaftlichen Interessen der Unternehmer von den wirtschaftlichen Interessen der Unternehmung bei Victorinox zu entkoppeln. Und das finde ich sehr löblich, was die dort gemacht haben. Und die stellen natürlich sehr, sehr coole Taschenmesser her. Und das mittlerweile nicht nur die standardmäßigen 91 mm, glaube ich, sind es, sondern halt auch kleinere und größere. Und die schauen wir uns mal heute an, was ich denn da aus Ibach mitgebracht habe, beziehungsweise was ich schon vorher von Victorinox hatte oder geschenkt bekommen hatte und was wir so bei uns im Haushalt entsprechend oder auch bei den Eltern entsprechend im Haushalt zur Verfügung haben. Fangen wir erst einmal an. Es gibt verschiedene Größen, wie ich schon erwähnt habe. Es gibt einmal so eine ganz kleine Miniserie beziehungsweise eine Classic-Serie. Das sind klassische Armeemesser. Die sind von der Größe her ungefähr, ich halte es mal hier in die Kamera, das ist so die Classic-Größe, auch wenn es nicht wirklich was mit dem klassischen Armeemesser zu tun hat. Das sind sehr kleine Messer, die man aber nicht unterschätzen darf. Also das hier ist der sogenannte Mini-Champ. Und da muss ich echt sagen, das ist ein Schlüsselbund-Werkzeug, was ich nicht mehr missen möchte. Allein schon, hier ist ein Kugelschreiber mit dabei. Dort hat man einen kleinen Kreuzschraubenzieher, einen Dosenöffner, einen Abisolierer. Was hat man noch? Man hat eine Minischere dabei, die echt gut ist, die ich schon mehrfach gebraucht habe. Man hat natürlich, wie es sich für ein Schweizer Armeemesser gehört, ein Messer mit dabei, was auch durchaus scharf ist. Man hat noch ein Brieföffnermesser dabei, eine Nagelfeile und lauter solche Sachen. Hier noch sowas, um unter den Fingern halt entsprechend und hier vorne entsprechend den Nagel zu bearbeiten. Also es ist echt, für dieses kleine Werkzeug ist alles möglich dabei, ein kleines Lineal und was meine bessere Hälfte natürlich ohne Ende nutzt, jetzt muss ich es finden. Nein, nicht das hier, sondern dieses nette Tool hier. Und es ist gerade in der Weihnachtszeit, ist das echt für meine bessere Hälfte unerschwinglich oder naja, unbezahlbar, weil das ist ein Orangenschäler. Und nur dieses eine Messer hat bei Victorinox, soweit ich weiß, einen Orangenschäler. Und es ist echt Gold wert, weil damit geht es echt wie Butter. Ist wie gesagt, der Mini-Champ hat noch eine kleine Pinzette hier drin. Und keinen Zahnstocher, wie man es sonst von den anderen Modellen her kennt, weil hier, wie gesagt, der Kugelschreiber verbaut ist. Ich habe mir das Ganze hier nochmal gravieren lassen, schön mit dem Schriftzug Makorama. Na, Stellschraub, jawohl. Und ich muss sagen, das ist so schon mit meinem Daily Driver. Also den habe ich wirklich jeden Tag an meinem Schlüsselbund hier mit dabei. Da habe ich meinen Autoschlüssel und meinen OTP-Token. Und den habe ich wirklich jeden Tag hier mit dabei. Der ist leicht, der ist klein. Der geht einfach mit ins Handgepäck. Ich kriege ihn jetzt gerade nicht dran. Ist aber unverzichtbar quasi im Alltag. Alles, was man so im urbanen Leben, im urbanen Umfeld braucht, auch gerade hier im Büro, einfach unverzichtbar. Dann gibt es noch etwas, was, finde ich, in jeden Kulturbeutel gehört. Und das ist der sogenannte Nail Clip. Der Nail Clip ist, wie der Name schon sagt, ein Nagelclipser. Den kann man hier so rausmachen und kann dann hier das Ganze umklippen. Liegt echt gut in der Hand im Vergleich zu anderen Nagelclipsern, die man so kennt. Und ist, wie ich Victorinox kenne, natürlich aus Edelstahl, aber auch quasi sehr gut geschliffen und unkaputtbar quasi. Zusätzlich hat man hier nochmal eine Nagelfeile. Na, auf der anderen Seite nochmal ein Messer. Und hier nochmal eine eine Schere. Also alles das dabei, was man unterwegs, wenn man mal wieder im Hotel ist und verreisen darf, entsprechend alles, was man braucht,
wo man sich ärgert, dass man sowas nicht in einem Kulturbeutel dabei hat oder wo man sich gerade mal irgendwo einen Nagel eingerissen hat oder so in Richtung, um den quasi zu fixen. Ist einfach unverzichtbar, kann ich jedem nur empfehlen. Kostet zwar 30 Euro, ist aber jede Menge Geld wert. Dann kommen wir schon zu der 91 mm Größe, also zu der normalen Offiziersmessergröße. Und da muss ich sagen, habe ich mehrere von. Allein schon für unterschiedliche Verwendungszwecke. Ich habe ein Tool, und da greife ich jetzt ein bisschen vor zu den anderen, die wir noch haben. Hier im Büro zum Beispiel, hier im Studio, verwende ich den Deluxe Tinker. Ja, ganz einfach deswegen, weil der Deluxe Tinker hier im Büro mit so einer Zange ausgestattet ist. Ich zeige es nochmal hier in die Kamera. Und das muss ich echt sagen, so eine kleine Kombizange immer dabei zu haben, ist echt genial. Der hat auch nochmal einen Phillips Screwdriver, also einen Kreuzschraubenzieher, hat einen Universalhaken hier hinten, den man auch benutzen kann, um irgendwelche Kabel irgendwo durch eine Öffnung durchzuziehen oder so in Richtung. Gerade beim Voron hätte ich den damals echt gebrauchen können, um die Kabel einfach unten durch die Öffnung durchzuziehen. Hier ist nochmal eine Ahle. Wer sich jetzt fragt, wozu braucht man das in der heutigen modernen Welt? Naja, ganz einfach, wenn du irgendwo ein gedrucktes Teil hast und die Öffnung ist nicht groß genug, einfach reinschrauben. Und die Seite hier ist auch ordentlich scharf, das heißt also, da kann man natürlich auch ordentlich was wegschaben damit. Ist, glaube ich, gerade bei gedruckten Teilen unverzichtbar. Hier natürlich die obligatorische lange Klinge. Kurze Klinge. Eine Schere ist mit dabei, die natürlich ein bisschen größer ist oder deutlich größer ist als bei den anderen zwei. Und last but not least, ein Dosenöffner und ein... Flaschenöffner oder Kapselheber, wenn ich einen aufkriege. Ja, die Messer sind noch relativ neu, die habe ich jetzt wirklich gerade erst gekauft. Und wie gesagt, dieses Teil hier bleibt eigentlich im Büro. Das nehme ich eigentlich jetzt nicht mit großartig irgendwo außen hin, ganz einfach, weil es für draußen, für im Wald oder so in Richtung, wenn ich im Hund eine Runde Gassi gehe und mir dann mal einen Spazierstock schnitzen möchte oder sonst was in der Richtung, ist das einfach nicht das richtige Werkzeug für. Das bleibt hier im Büro, weil ich hier mal gerne auch Schraube schnell festziehen möchte oder so in Richtung. Dafür ist es gedacht. Was ich dann mit unterwegs nehme, nach irgendwo auf Wandertouren oder so in Richtung oder auf Gassi-Touren halt entsprechend, ist im Prinzip das gleiche Tool. Sieht nur ein bisschen anders aus. Ist das Victorinox Huntsman. Und das Victorinox Huntsman ist im Prinzip exakt das Identische zu dem hier. Die sind auch fast gleich dick, haben auch eigentlich das gleiche Toolset, nur mit dem Unterschied, ich zeige es mal hier in die Kamera, dass hier ein Korkenzieher drin ist, statt einem Phillips Screwdriver und statt der Zange, na, wo ist sie? Da, statt der Zange hier oben entsprechend einfach eine Säge drin ist. Also sprich, einfach eine Säge, ansonsten sind die beiden Werkzeuge echt identisch, die beiden Taschenmesser echt identisch. Gibt es also keinen Unterschied mehr. Klar, die Hülle ist jetzt hier anders, aber die Hülle hätte ich auch in der Farbe kriegen können. Ich wollte es nur haben, entsprechend, damit ich die Messer unterscheiden kann. Ich habe auch hier nochmal das gleiche nochmal in Silber, also in so einem Transparenzsilber. Einfach, dass ich im Rucksack eins habe und in der Jacke eins habe und immer eins dabei habe, wenn ich unterwegs bin. Da ist dann natürlich auch nochmal eine Pinzette mit dabei und wie üblich bei den normalen Victorinox Taschenmessern ein Zahnstocher. Ja, da gehört es rein. Und der Grund, warum ich mich für dieses Messer entschieden habe für unterwegs, ist einfach, man hat hier den Korkenzieher und der Korkenzieher ist nicht nur zum Ziehen von Flaschenkorken, von Weinkorken oder so gedacht, sondern halt auch, dass man hier noch Werkzeug reinpacken kann. Ich zeige das mal ganz kurz hier in der Sammleredition, die ich noch habe. Da ist zum Beispiel mal am Korkenzieher halt noch ein kleiner Uhrmacherschraubenzieher oder ein Pin halt mit dabei, mit dem man zum Beispiel mal am iPhone entsprechend die SD-Karte rausnehmen kann oder die SIM-Karte rausnehmen kann. Und dafür gibt es alle möglichen Werkzeuge, mit denen man, na, so rum geht es da wieder rein, mit denen man zum Beispiel mal ein Feuer anzünden kann auf der Säge oder mit denen man zum Beispiel mal eine Brille reparieren kann. Kann man einzeln hier reinpacken. Gibt es extra von Victorinox, sind leider sehr oft vergriffen, deswegen habe ich noch keins. Als ich bei denen war, waren alle weg. Deswegen, ich muss gucken, dass ich die online kriege. Da gibt es nämlich ein sogenanntes Fire Ants Set, also ein Feuerameisen Set.
Da ist dann hier unten ein kleiner Anzünder mit dabei und hier oben ein kleiner Feuerstahl, den man da reindrehen kann. Und dann braucht man lediglich, na, wo ist er? Die Säge nehmen, die ist auf der Rückseite nämlich ziemlich scharf. Und dann mit so einem Feuerstahl einfach drüber wetzen und dann sprühen Funken. Und man kann sich auch unterwegs ein kleines Lagerfeuer anmachen. Und das kann man dann alles geschickt in so einem kleinen Taschenmesser verpacken. Finde ich ultra cool und mag ich nicht mehr vermissen. Und ihr habt es gerade gesehen, ich habe mir ein klein bisschen was für Sammler gegönnt, nämlich nochmal das Huntsman in der Ausgabe 2022. Das ist das Jahr des Tigers. Da gibt es dann eine schicke Verpackung mit dazu, mit einem Zertifikat halt entsprechend. Ist exakt das gleiche Messer wie das, was ich euch gerade gezeigt habe, hier in Silber. Nur halt entsprechend in einer schicken Sonderverpackung, auch limitiert entsprechend von der Auflage her. Und auch nur 2022 erhältlich. Die von 2019 hätten mich als Sternzeichen Stier natürlich mehr interessiert, weil da war das Sternzeichen Ochs, also Stier, Bulle drauf. Entsprechend, das war das Jahr des Stieres 2021, auch wenn es persönlich nicht mein Jahr war. Ja. Ich hoffe aber, dass 2022 ein besseres Jahr wird und dass wir dort entsprechend noch mal ein bisschen mehr uns persönlich treffen können, dass das Ganze jetzt endlich mal zurückgefahren wird, alles wieder. Und dass alles wieder seinen normalen Weg geht, zumindest mal halbwegs. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn es soweit ist, dann möchte ich gerne diese Sonderedition mit dabei haben. Genau. Kommen wir gleich zum nächsten Messer und ich mache hier einen kleinen Sprung zur Seite, denn ich habe mir noch eine kleine Sonderedition gegönnt, einfach weil sie runtergesetzt war. Und zwar ist das die Sonderedition 2016. Das sieht man auch hier hinten auf der Rückseite. Wenn du den scharf stellst, da steht 2016 drauf, ist eine lila Variante, lila-pinke Variante. Ist eigentlich von der Form her recht dünn und eigentlich auch mehr so in die Richtung, wie damals die Offiziersmesser so ein bisschen waren, so wie die Pioneers und alles. Und ich muss sagen, es fühlt sich echt extrem gut in der Hand an. Dieses Alox, wie sie es nennen, fühlt sich echt gut an. Ist auch sehr kompakt, passt in jede Hosentasche und kommt natürlich auch nochmal in so einem schicken Beutel hier, in so einer schicken Schachtel hier daher. Mit Limited Edition Alox 2016. Hat jetzt nicht die Welt gekostet, waren glaube ich 20 Euro. War runtergesetzt um 40% und habe ich gedacht, okay, ist ein Schnapper, nehme ich mit. Meine bessere Hälfte hat sich ein ganz anderes Messer gegönnt und da kommen wir jetzt gleich mal zu einer etwas anderen Liga an Messer. Die hat sich einmal eine Limited Edition gegönnt und einmal eine normale Edition. Von dem normalen Messer hat sie sich das Swiss Champ XLT, das muss ich aufpassen, dass ich es richtig sage, genau, XLT gegönnt. Das ist wirklich sozusagen eine eierlegende Wollmilchsau. Es gibt auch eine Nummer größer, das ist dann wieder eine Sammleredition. Das ist diese XXL-Variante, da sind dann nochmal mehr Werkzeuge dran, 2-Bit-Werkzeuge und sowas in Richtung. Also man hat hier echt ein Bit-Tool mit wechselbaren Bits. Stellt ihr schon? Jetzt stellt ihr schon. Also mit wechselbaren Bits. Hier vorne, die kann man rausnehmen und wenn man einen anderen Bit braucht, tada, hat man diese hier verfügbar. Finde ich ultra cool. Da sind auch alle möglichen anderen Schweinereien dran, wie zum Beispiel mal eine Lupe. Also hier ist wirklich quasi fast alles dran, was es so gibt. Das XXL hat wirklich alles dran, was es gibt. Nochmal ein Kreuzschraubendreher. Ist natürlich, finde ich jetzt für die Hosentasche ein bisschen unpraktisch, ist mir ein bisschen zu klobig. Aber sei es drum, es ist nicht mein Messer. Ich finde es cool. Ich finde es definitiv cool. Hier ist auch nochmal der kleine Flachschraubenzieher da mit dabei. Na, stell scharf. Da ist nochmal der kleine Flachschraubenzieher mit dabei. Damit kann man dann nochmal im Notfall eine Brille reparieren. Ist also sehr sinnvoll. Und ich glaube, wenn man es in den Rucksack packt, fällt es auch nicht so auf. Aber mir ist es zu schwer und es liegt nicht so toll in der Hand wie jetzt zum Beispiel hier so ein Huntsman. Die zweite Edition, die sich meine bessere Hälfte gegönnt hat, damit komme ich schon eher klar, auch wenn es eine sehr teure Variante war, einfach weil es eine limitierte Edition ist. Ich nehme sie jetzt nicht hier aus der Verpackung raus, aber ich zeige sie mal ins Bild. Das ist der Swiss Champ, also die kleinere Variante von dem, was ich eben gezeigt habe, aber als Damaszenerstahl. Und ich zeige mal hier in die Kamera, ob man es hoffentlich sieht. Tada, da sieht man hoffentlich, dass das ein Damaszener, eine Damaszenerklinge ist mit einer besonderen Schale außenrum. Sieht echt schick aus, kostet aber weit über 300 Euro. Und ist es mir jetzt nicht wirklich als Daily Driver, so als Messer wirklich wert.
dafür wäre es mir zu schade. Es steht auch in so einer schönen Box drin und das wäre mir momentan einfach viel zu viel Geld. Also wenn ich mir ein Messer kaufe, dann möchte ich es auch gerne irgendwie im Alltag nutzen. Den Huntsman und das Deluxe Tinker habe ich beide schon jeden Tag genutzt. Also wenn es unten ist, zum Ofen anmachen, wo ich dann wirklich mit dem Feuerstahl drüber gehe oder um einfach hier im Büro nochmal beim Renovieren irgendeine Schraube festzuziehen oder um irgendwelche kleinen Holzteile entsprechend zu schneiden mit der Säge oder im Haus generell was zu schneiden mit der Säge oder auch nur einen Brief aufmachen mit einem Messer, habe ich alles schon genutzt. Ist also von daher schon zigfach genutzt worden und hat seinen Zweck schon zigfach erfüllt. Und das macht dann für mich Sinn. Klar, diese 2022 Edition ist natürlich auch so eine Sache, wo ich sage, okay, ja, das steht halt erstmal rum. Aber im Notfall wäre das auch ein Messer, was ich in die Tasche stecke und mitnehme. Dann gehen wir mal zu einer Kategorie größer. Das ist auch mit so die größte Variante, die es so bei Victorinox erstmal momentan, glaube ich, gibt. An Taschenmessern. Klar, es gibt nochmal welche, die mit feststehender Klinge halt entsprechend für den Küchenbedarf oder auch für den Haushalt entsprechend gedacht sind. Aber das ist so eins, was noch als Taschenmesser durchgeht. Und das ist das Herkules. Und das Herkules ist ein, finde ich, besonderes Messer. Ich habe es bei Reini Rossmann im Outdoor-Channel gesehen auf YouTube. Der hat sich das Ding auch gekauft und ich habe gesagt, boah, geil, das ist einfach nur cool, muss ich haben. Das ist ein größeres Werkzeug, was ich auch für unterwegs mit im Rucksack habe. Da ist zum einen natürlich wieder eine Kombizange mit dazu, aber kombiniert dazu mit einer, na, wo ist sie? 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 Ich muss gerade ein bisschen suchen. Es ist nicht ganz einfach, hier alles zu finden. Das ist die große Klinge und hier ist die Säge. Tada! Mit einer Säge. Also im Prinzip eine Kombination aus dem Deluxe Tinker und dem Huntsman. Was ich ziemlich cool finde, klar, es ist ein bullig großes Messer. Es ist deutlich größer als die zwei anderen kleinen Messer. Die kann man also nicht mehr so einfach in die Hosentasche stecken. Das fällt schon deutlich auf. Aber für unterwegs im Rucksack ist es, glaube ich, Gold wert. Dann gibt es dazu noch, wenn man die Zange ausklappt, die Seite muss ich ausklappen, einen großen Schraubendreher. So, und dann muss ich schauen, wo ist hier, da gibt es nochmal eine Schere. Und wenn man die ausklappt, entsprechend ist dahinter nochmal ein kleiner Kreuz, aber mit einem langen Stiel, damit man auch in tiefere Löcher mit reinkommt. Finde ich auch mega genial. Eine große Klinge und der Unterschied dazu ist einfach, die klappt nicht mehr ein, außer man geht jetzt hin und bewegt hier entsprechend den Schnapper rum. Bei der Version, die Reini Rossmann hatte, war hier hinten so ein Zugschalter, mit dem man quasi das entriegeln konnte. Ist jetzt hier bei der Version, warum auch immer, nicht mehr vorhanden. Aber ist jetzt halt so. Kann ich jetzt nicht ändern. Ich finde das Messer trotzdem genial. Es hat einen Korkenzieher mit dran, es hat den Kreuzschraubendreher mit dran. Es hat auch über den Kapselheber und den Flaschenöffner entsprechend einen kleinen Flachschraubenzieher und einen großen Flachschraubenzieher dran. Was gerade der hier ist für mich im Video-Equipment-Bereich echt Gold wert, weil wenn man irgendwo am Stativ oder sonst was in Richtung mal was festziehen will, das sind alles meistens die großen und ich habe meistens nie einen großen Schraubendreher direkt griffbereit. Da habe ich das auch schon mehr verwendet, allerdings bei dem hier, beim Huntsman oder beim Deluxe Tinker, den habe ich jetzt relativ frisch. Na, der schnappt auch nicht ein. Ach, der muss auch entriegelt werden, okay. Arretiert also auch gewissermaßen und ist, muss ich echt sagen, auch Gold wert. Finde ich echt unverzichtbar, das Messer. Und gehört in jede Wandertasche oder in jede Kameratasche mit rein. Als nächstes kommt nochmal ein Tool, was sich meine bessere Hälfte gegönnt hat. Und ich kann verstehen, dass sie das getan hat, weil ich finde das für den Gebrauch im Fahrzeug eigentlich unverzichtbar. Ich persönlich traue es mich nicht, weil wenn ich zwischen Deutschland und Schweiz hin und her fahre, habe ich in der Schweiz kein Problem damit, aber in Deutschland vermutlich ein Problem. Ganz einfach deswegen, weil es eine Einhandklinge ist, die arretierbar ist und eine gewisse Größe hat. Und das ist in Deutschland, glaube ich, nicht so weit erlaubt. Ihr könnt mich gerne unten in den Kommentaren berichtigen. Worüber ich rede, ist das Rescue Tool.
Das Rescue Tool ist im Prinzip fast das gleiche wie das Hercules, hat auch im Prinzip die gleiche Größe. Nur mit dem Unterschied, dass es halt mit einer Hand öffnenbar ist und eine Klinge mit Wellenschliff hat. Und man sieht auch, dass die Klinge hier vorne so leicht abgerundet ist. Man muss aufpassen, die Klingen sind echt verdammt scharf. Aber vorne abgerundet ist einfach, um halt, wenn man einen Gurt durchschneiden muss, halt entsprechend sich nicht ins eigene Fleisch schneidet. Wie gesagt, die Klinge ist arretierbar. Muss man genau bei den gleichen Mechanismus zusammenklappen wie bei dem Hercules. Es gibt nochmal einen Flaschenöffner bzw. einen Kapselheber. Es gibt, und das finde ich besonders genial, wenn ich es denn jetzt finde, genau, eine Gurtsäge. Das heißt also, mit der kann man auch wunderbar unter den Gurt, kann den Gurt durchschneiden und kann sich aus dem Fahrzeug befreien, was ich sehr hilfreich finde. Es gibt eine kleine Säge noch mit dabei. Die ist auch wie bei Victorinox üblich halt hinten stark angeschliffen, dass die Kante halt sehr scharf ist und dass man da mit dem Feuerstahl halt gut was machen kann. Aber sie ist jetzt nicht so aggressiv wie zum Beispiel mal, wo ist sie? Wie zum Beispiel mal diese Säge hier. Ne? Klappt das mit der Scharfstellung? Ja, da sieht man, die ist deutlich schärfer als jetzt zum Beispiel mal die hier. Ja, also dieser Zackenschliff ist da ein bisschen anders. Der ist ein bisschen aggressiver bei dem Hercules. Mit dem Unterschied, dass beim Hercules ist die Säge nicht arretierbar. Ah doch, die ist hier auch nicht arretierbar. Aber ist halt nochmal eigentlich ausgelegt auf das Schneiden von Glas und das wirklich das, die Ersthilfe am Unfallort, wenn man irgendwie sich selbst aus dem Fahrzeug befreien muss oder andere aus dem Fahrzeug befreien muss. Und finde ich, ist auch ein unverzichtbares Tool. Hier nochmal so ein Werkzeug, um wirklich auf die Scheibe drauf, um die Scheibe zu zerdeppern, dass man dort entsprechend halt auch mal ein Sicherheitsglas zerschlagen kann, falls es irgendwie vonnöten ist. Ist halt wirklich für Einsatzkräfte gedacht oder auch für den Eigengebrauch, wenn man es im Fahrzeug hat, halt entsprechend, um sich selbst zu befreien. Und ist auch von einem Sanitäter bzw. Feuerwehrmann entwickelt worden in Zusammenarbeit mit Victorinox. Und finde ich echt unverzichtbar in jedem Auto eigentlich. Wie gesagt, in Deutschland ist es nicht erlaubt, im Rest der EU und auch in der Schweiz ist es erlaubt. Es gibt halt das Waffengesetz mit dem Paragraphen 42a, was da ein bisschen reingrätscht. Aber ja, im Ernstfall interessiert das halt nicht. Hier, das ist die Tasche, die mit dazu kommt. Die ist standardmäßig mit dabei. Die ist auch schön leuchtend. Und eine Sache habe ich noch vergessen, stimmt. Die Schale ist fluoreszierend. Das heißt also, wenn ihr die ins Dunkle packt, könnt ihr das auch bei Dunkelheit noch erkennen. Bedingung ist natürlich, dass es vorher am Licht gelegen hat. Das kennt ihr von den Filamenten her. Dass das nur leuchtet, wenn es vorher im Hellen war, ja, und genug Energie aufgesogen hat, dann leuchtet die Schale nach. Das heißt also, wenn ihr es im Tageslicht liegen lasst und ihr fahrt bei Nacht und habt dort einen Unfall, findet ihr es leichter. Auf der Rückseite haben die auch nochmal einen Kreuzschraubendreher. Na, stell scharf. Und hier unten nochmal, ist bei dieser Messerserie einzigartig erstmal, dass es dabei ist. Ist so ein kleiner Bömpel hier, dass man es schnell aus der Tasche rausbekommt. Finde ich, ist auf jeden Fall ein cooles Werkzeug. Und das sind die meisten auch. Also ich sehe die meisten, auch wenn es Messer sind oder Taschenmesser sind, hier nicht als Messer, sondern eher als Werkzeuge, die mir helfen, im Prinzip im Alltag irgendwelche Aufgaben zu erledigen und nicht als Messer im Sinne von Waffen. Ja, das muss den meisten klar sein. Wer sowas als Waffe sieht, geht unverantwortlich damit um. Als nächstes kommt noch mal ein Messer, was ich mir ausgesucht habe, beziehungsweise ein Werkzeug, was ich mir ausgesucht habe. Das war eins, was ich ziemlich cool finde, allein schon von der Schale her. Und das ist das Ranger Wood 55, genau, das muss ich kurz überlegen. Das ist jetzt hier in einem schönen Nussbau. Und ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr euch so ein Messer aussuchen wollt, auch die kleine Serie, die ganz normale mittelgroße Taschenmesserserie, gibt es mit Holzschale, auch die EvoGrip-Serie von Victorinox bzw. von Wenger. Wenger ist ja aufgekauft worden von Victorinox. Gibt es als Holzschalenvariante und wenn ihr euch eins besorgen wollt, geht in den Store oder geht zum Händler vor Ort hin, sofern es euch möglich ist und sucht euch eine Variante aus, denn es gibt
unzählig. Also jedes Stück ist ein Einzelstück, weil selbst wenn sie aus dem gleichen Holz rausgeschnitten sind, die Stücke, die Schalen, unterscheiden sie sich und können dort schon Unterschiede ausmachen. Also von dieser Sorte hier mit diesem Nussholz hatten sie zwei Sorten gehabt und die eine war so quer quasi gestreift und die hier ist mehr so längs gestreift und das hat mir deutlich besser gefallen. Es gab hellere Varianten, es gab dunklere Varianten, es gab unterschiedliche Maserungen und wenn ihr euch sowas aussucht und ihr wirklich Wert drauf legt, geht vor Ort in den Laden und sucht euch das persönlich aus, dass ihr wirklich alle Varianten gezeigt bekommt. Das hier zum Beispiel ist die Variante, die sich meine bessere Hälfte ausgesucht hat. Ist auch wieder eine Einhandklinge, ist nur eine Klinge. Ja. Und sieht natürlich komplett anders aus als das hier, ja, mit der Maserung. Ist komplett was anderes. Und na, jetzt muss ich gucken, wie ich das zukriege. So. Und ist natürlich was komplett anderes als so ein Kunststoffgriff halt entsprechend. Was haben wir hier dran? Wir haben hier einmal eine feststellbare große Klinge. Die ist hier über das Victorinox Logo entsprechend entriegelbar, dass man die also wieder einklappen kann. Man hat die üblichen verdächtigen Flaschenöffner. Na, oh, ich krieg's nicht auf manchmal. Mit einem großen Schraubenzieher, einem Kapselheber oder einem Dosenöffner mit einem kleinen Schraubenzieher. Und wir haben eine, wie ich finde, wunderschöne Säge, die ich schon persönlich sehr oft genutzt habe. Auch hier im Haus, um gerade als wir umgezogen sind, ein paar kleine Holzstücke oder sowas in Richtung zu sägen. Kommt bei mir also fast täglich zum Einsatz. Ist nicht feststellbar. Wir haben hier einen Korkenzieher, wir haben nochmal eine Ahle und das war's. Finde ich, ist ein wunderschönes Messer. Kenne ich auch einige Leute in der Schweiz, die mit dem Ding einfach so rumlaufen. Kann ich gut verstehen, ist echt ein wunderschönes Messer und ich bin gespannt, wie sich die Patina von dem Holz mit der Zeit entwickelt. Und wie gesagt, ich möchte es nicht mehr missen, weil ich es fast jeden Tag nutze. Und wenn es nur zum Apfelschälen ist oder so in Richtung, habe ich auch schon gemacht, nutze ich mittlerweile wirklich fast täglich. Genau. Was diese Holzgriffe nicht haben, muss man erwähnen, im Vergleich, wo ist das Unterteil da? Im Vergleich zu den Kunststoffschalen ist einfach, dass dort ein Zahnstocher und eine Pinzette entsprechend fehlt. Das heißt also, da seid ihr da fehl am Platze, genauso wie bei der Alox-Variante. Da gibt es auch, weil die Schale einfach so dünn ist, dass da einfach kein Zahnstocher und keine Pinzette mehr reinpasst. Deswegen müsst ihr euch entscheiden, ob ihr entsprechend einen Zahnstocher und eine Pinzette haben wollt oder ob es euch auch recht ist, dass ihr ohne auskommt und dafür halt ein sehr schickes Messer habt. Ich muss sagen, einen Zahnstocher habe ich jetzt auch schon öfters gebraucht, gerade wenn ich unterwegs war und hier das Taschenmesser mit dabei hatte und irgendwas zwischen den Zähnen hatte, war es echt Gold wert. Aber ich könnte auch im Notfall drauf verzichten, weil ein Zahnstocher und ein bisschen Zahnseide hat man auch zur Not irgendwo mal nochmal eine Tasche irgendwo drin, so eine Handtasche oder im Rucksack irgendwo drin. Das müssen wir ich. Das Messer habe ich euch gerade gezeigt. Ist wie gesagt eine Einhandklinge, ist rein ein Messer. Ist auch fast schon so eine Art Sonderedition, wenn man so will. Es sieht echt cool aus. Ist eine Einhandklinge, ist auch nicht mitzuführen in Deutschland. Muss man echt aufpassen, darf man also nicht mit ins Auto packen. Aber für den Hausgebrauch genial. Ja, also die Messer, die ich auch sonst hier im Büro, also im Studio hier oben habe oder auch im alten Studio hatte, waren zum Paket öffnen oder so in Richtung, waren alles ausschließlich Einhandklingen. Jetzt nicht von Victorinox. Die hatten dann so einen Nöppel dran, mit dem man das aufmachen konnte. Ist in Deutschland nicht zum Mitführen erlaubt. Man muss es, wenn man es transportieren möchte, in eine abschließbare Box, glaube ich, packen und darf es dann transportieren von A nach B und dort dann entsprechend verwahren. Aber jetzt so einfach so in die Hosentasche stecken oder in so eine Transporttasche an den Gürtel tragen, ist nicht, weil es muss abschließbar und nicht für jedermann zugänglich sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist schon ein bisschen ein Downer, während es in der Rest der EU lockerer gehandhabt wird. Warum es in Deutschland entsprechend so stark gehandhabt wird, weiß ich nicht. Es gab wohl einige Vorfälle, wo sich manche Leute nicht am Riemen reißen konnten. Aber grundsätzlich, es ist halt schade. Nichtsdestotrotz, die dürft ihr mitführen. So ein Ding habe ich auch wirklich jeden Tag mit in der Tasche, egal wo. Und kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen. Was ich jetzt persönlich im Auto habe und warum ich mir kein Rescue-Tool geholt habe, ist,
Ich habe dieses Teil hier mal von meiner besseren Hälfte vor ein paar Jahren geschenkt bekommen. Das war wirklich mein erster Kontakt seit der Kindheit wirklich wieder mit Victorinox. Und das ist ein Swiss-Tool, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ist einfach bombastisch. Wer einen Leatherman kennt, also ihr habt hier einmal... Na, umklemmt auch direkt. Ihr habt hier einmal ein schönes großes Lineal, wenn ihr es braucht. Eine schöne große Zange mit einem Kapselheber, mit einem, nicht Kapselheber, mit einem Drahtschneider drin. Und natürlich, wenn ihr es zusammenklappt, an der Unterseite ein Kreuzschraubenzieher oder, na, das ist hier alles immer verriegelt, also die Dinger hier sind immer alle festgestellt. Da müsst ihr hier vorne an diesen kleinen Dinger hier müsst ihr ziehen. Das runterziehen und dann könnt ihr das Ganze erst einklappen, vorher geht es nicht. Und da ist auch alles mögliche dran, Messer, Säge, Öffner, Nagelfeile, so eine Metallfeile halt entsprechend ist da mit dabei. Auf der anderen Seite sind auch jede Menge Werkzeuge mit dabei, also im Auto finde ich ist das echt ein unverzichtbares Tool für mich jetzt persönlich und ganz ehrlich zur Not, wenn es irgendwie mal hakt und irgendwo mal im Auto brennt und ich liegen bleibe und nicht mehr rauskomme, kriege ich damit auch eine Glasscheibe auf, denke ich mir. Deswegen habe ich jetzt nicht den Zweck gesehen, damit nochmal extra Geld auszugeben, weil ich mit dem Tool echt zufrieden bin und das auch schon im Büro einige Male benutzt habe und es nicht mehr missen möchte. Mich würde jetzt interessieren, ob ihr solche Multitools oder auch Taschenmesser entsprechend im Einsatz habt, ob ihr selbst solche nutzt, ob wie oft ihr die nutzt und ob ihr euch für Zubehör interessiert, zum Beispiel neue Schalen, einen Gürtelclip oder vielleicht Zubehör für den Korkenzieher. Schreibt es doch mal bitte unten in die Kommentare, dann kann ich auch für nächstes Jahr entsprechend noch ein paar neue Videos planen und ein bisschen neues Zubehör planen. Nächste Woche wird es nochmal einen Livestream geben. Das wird dann auch der letzte Livestream und auch das letzte Video dieses Jahres sein. Danach verabschiede ich mich in die Weihnachtsferien und wünsche euch, falls ihr nicht dabei sein könnt, schon mal ein frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. In diesem Sinne, bleibt gesund. Happy Printing!